Sehr geehrter Herr Waggishauser, liebe Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Thüringer Landtag, liebe Vertreterinnen der Kirchen der jüdischen Landesgemeinde, liebe Gäste und liebe Nachbarinnen und Nachbarn. Ich lebe hier in Erfurt-Marbach, in diesem kleinen Vorort von Erfurt. Und ich sage auch, heute ist ein guter Tag, weil der Bau der Moschee nun endlich beginnt. Ich bin davon überzeugt, dass es auch ein guter Tag für Marbach ist, für diesen Ort, der in den letzten 2 Jahren vieles aushalten musste. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass diejenigen, die jetzt draußen rumschreien, vielleicht wieder viel mehr Aufmerksamkeit erfahren, als die anderen vielen, die eine schützende Kette hier heute um dieses Grundstück bilden und als diejenigen, die sich schützend und solidarisch auch vor diesen Bauplatz stellen. Denn seien Sie sich sicher, es gibt natürlich Menschen, die Vorbehalte haben. Es gibt vor allem viele Menschen, die gar nichts über sie wissen, die nichts über die Ahmadiyya-Gemeinde wissen, die ganz wenig überhaupt vom muslimischen Glauben wissen, die auch ganz wenig über den christlichen Glauben wissen. Das hat ja auch Geschichte, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Die teilweise Symbolik missbrauchen, Bodo Ramelow hat es ausgeführt und auch der Oberbürgermeister hat es gesagt, die vielleicht einfach Angst haben, das mag sein. Und trotzdem werde ich nie verstehen, warum Sie mit so viel Hass auch heute wieder hier stehen oder auch durch den Ort Marbach gezogen sind. Aber ich glaube, Sie haben es auch übertrieben, denn nach der letzten Demonstration am 2. September sind ganz viele Marbacherinnen und Marbacher auf mich zugekommen und haben gesagt, das wollen wir so nicht. Wir wollen ein friedliches Miteinander. Wir wollen Respekt, wir wollen einander kennenlernen, wir wollen aufeinander zugehen. Wir müssen vielleicht auch über unseren eigenen Schatten springen und wir wollen hier vor allem in Frieden leben. Und ich glaube, das wollen Sie auch. Sie als Ahmadiyya-Gemeinde, die hier ihren Platz nach langer Suche gefunden haben, um endlich auch ein Gotteshaus bauen zu können. In einem Gewerbegebiet, auch ich hätte Ihnen sicherlich eigentlich einen schöneren Bauplatz gewünscht, aber ich bin mir sicher, es wird ein schönes, ein gutes, ein einladendes Gebäude werden, in dem Sie Ihren Glauben leben können, genauso wie alle anderen Religionen einen Platz haben sollen und müssen, wo Sie Ihren Glauben leben können. Und das soll nicht länger die Privatwohnung einer Familie sein, sondern dafür sollen Sie auch Ihren heiligen Raum haben. Und ja, es ist schon ganz viel zum Grundgesetz gesagt worden. Auch mir geht es so, dass ich heute hier stehe, um das Grundgesetz und die darin garantierte Religionsfreiheit zu verteidigen. Und da ist überhaupt nicht die Frage, ob vielleicht ich gerade auch als Frauenpolitikerin, als jemand, die sich für Selbstbestimmung von Frauen ganz stark engagiert, die sich auch um Naturschutz engagiert, wir wissen ja alle, auch die Hamster haben hier eine große Rolle gespielt, als eine, die genau weiß, dass es nicht einfach ist, für Minderheiten zu streiten, die natürlich auch Kritik oder Fragen an viele Religionen hat. Aber um diese Frage geht es gar nicht, sondern es geht um die ganz grundlegende Frage, ob Menschen frei sind, ihre Religion zu leben. Und ich komme aus der DDR, ich bin da groß geworden. Ich weiß darum, dass es Religionsfreiheit in der DDR zwar auch auf dem Papier gab, aber dass Christinnen und Christen auch verfolgt wurden oder eben nicht die Schulabschlüsse erreichen konnten oder machen konnten, die sie vielleicht gern angestrebt hätten oder gar hätten studieren können. Und aus dieser Erfahrung, die mich auch geprägt hat als Pfarrerstochter in der DDR, weiß ich zu schätzen, was heute im Grundgesetz steht und weiß ich zu schätzen, dass es rechtsstaatliche Verfahren gibt, wie beispielsweise das Baurecht, nach dem dann zugelassen wird, dass ein Gebäude gebaut wird. Und dass es eben auch und gerade die Religionsfreiheit gibt, die uns die Freiheit zuspricht, zu entscheiden, ob und an wen wir glauben wollen, an den wir glauben wollen oder eben nicht. Und das gilt es zu respektieren. Und daher danke Ihnen für all Ihre Gespräche, danke Ihnen dafür, dass Sie immer wieder offen sind, aufeinander zuzugehen. Ich glaube, wir können noch ganz viel voneinander lernen. Und ich bin davon überzeugt,
dass dies auch in Marbach ein guter Ort der Begegnung werden wird, gleich am Eingang dieses Ortes, dass dies ein Ort des Friedens sein wird und dass wir eher denen danken, die heute auch diese Grundsteinlegung und diese Freiheit verteidigen und nicht derjenigen, die meinen, manchmal am lautesten schreien zu können. Vielen herzlichen Dank.